Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit der Version 1.16.5 und haben hier unsere Base soweit gerade am Stehen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt irgendwie weiterkommen. Der Server hat gerade ein bisschen Leck. Okay. Normalerweise habe ich das jetzt nicht wirklich Probleme mit. Aber heute scheint der Server wirklich ein bisschen laggy zu sein. So. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns jetzt mal langsam nach unten buddeln. Das heißt, wir machen uns erstmal noch ein paar Spitzhacken fertig. Dann haben wir hoffentlich auch bald Kohle und die ersten Fackeln. Was nehmen wir denn mal? Ich würde sagen 5 Stück. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Dann nehmen wir die mal so mit. Das Beil lassen wir erstmal hier. Ich hoffe, wir finden gleich Kohle. Können wir hier nämlich schon mal ein paar Sticks mitnehmen auf Reserve. Kann man mal 10 voll. So. Und dann würde ich sagen, wir buddeln uns hier mal runter. Ja, so, okay. Und bevor wir da jetzt reingehen, ihr seht, es ist mega dunkel. Wir schlafen erstmal. Und dann buddeln wir uns nach unten und gucken mal, dass wir möglichst schnell an Kohle drankommen, damit wir auch sehen, was wir hier überhaupt machen. Eigentlich wollte ich hier so schnell noch gar nicht runter. Nee, mache ich auch nicht. Das habe ich mir etwas anders geplant. Das heißt, wir. Oh. Werden uns die Kohle hier schnappen, wenn wir denn drankommen und die nicht nach unten fällt. Jawohl. Ist aber echt furchtbar, wenn das so leckt. Das ist ja echt widerlich. So, ich glaube, hier können wir einmal wirklich mal dicht machen, bevor wir hier nochmal ganz unglücklich reinfallen. Ich kenne mich. Okay, mehr können wir schon gar nicht mehr. Also, zumindest mal gerade ein paar Fackeln machen. Okay, dann haben wir hier schon mal grundlegend erstmal alles richtig. 40 Stück. Ja, ist okay. Ist natürlich jetzt blöde,
mit meiner Planung. Ich glaube, ich versuche das mal hier. So, jetzt nehmen wir uns erstmal eine Fackel in der Hand, dass wir ein bisschen Licht hier haben. So. Ja, da habe ich gerade schon einen Zombie gehört. Wir sind also wieder irgendwo in der Nähe einer Höhle. Ich hoffe, da kommen wir geschmeidig dran vorbei. Wäre jetzt blöd, genau in die Höhle reinzubuddeln. Ja, perfekt, da ist Eisen. Es leckt aber gewaltig heute auf dem Server. Das ist ja Wahnsinn. So schlimm. Allen Ernstes habe ich es noch nie gehabt. Scheint wohl gerade eine ganze Menge Leute am Minecraft-Daddeln zu sein. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe gehört, schon öfter schon von Freunden und Bekannten, dass die öfters mal Probleme auf dem Aternus-Server haben. Ich habe da bisher wahrscheinlich immer wahnsinniges Glück gehabt. So, ich glaube, hier muss man mal gerade ein bisschen auffüllen. Da setzen wir mal einen rein. Hier müssen wir einen rein haben. So, dann passt das auch wieder. Dann ist die Spitzhacke gleich durch. Das nächste Eisen vorkommen. Perfekt. Oh, okay. Nur einmal. Ein Eisen. Gut. Dann machen wir hier dicht und buddeln mal weiter runter. Ich hoffe, ich kann dann oben auch das erste Weizen ernten, damit wir noch mal ein paar Brote machen können. Apropos Brote. Essen wäre ja schon mal ganz sinnvoll. Da wir ja Brote haben. Und da müssen wir dann wirklich mal gucken, wie wir uns hier weiter durchbuddeln, denn da ist auf jeden Fall ein Zombie. Da ist eine Schlucht, okay. Das geht nämlich sehr, sehr weit runter. Da ist eine Menge Kohle, da ist ein Zombie. Das ist eine riesengroße Schlucht. Okay. Da brauchen wir also gar nicht versuchen, weiter runterzukommen. Macht so erstmal keinen Sinn. Aber wir haben schon mal einiges an Kohle da. Sehr gut. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal um Längen weiter. Ich würde sagen, wir setzen uns hier erstmal eine Beleuchtung hin. Das gleiche natürlich auch innen. So, schon mal viel besser. Dann würde ich sagen,
Wir machen uns hier innen erstmal einen Bereich fertig, in dem wir dann weiter anbauen können. Früchte und so weiter und unsere Nahrung sichern können. So, was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3. Ja, ich hoffe, das schwarze Loch vom ersten Teil. Ich hoffe, das ist weg. Ich denke mal, da ist, wodurch auch immer, die Kamera aktiviert worden. Beziehungsweise das Feld für die Kamera. Und dadurch war der schwarze Kasten da. So, ich würde sagen, drei noch nach hinten. Dann haben wir rechts und links auf jeden Fall genug Platz, dass wir hier ein bisschen anbauen können. So, die nächste ist auch durch und dann denke ich mal, sollte das erstmal soweit reichen. Zumindest um dies Vorhaben jetzt mit einem Haken zu versehen. Das hoffe ich doch mal einfach. Was haben wir denn jetzt hier? Doch, ich denke mal, das könnte hinkommen, ne? So, ja, das war natürlich jetzt auch nicht so schlau. Hätte ich lieber den Bruchstein für genommen, aber egal. Dann machen wir das halt so. Jetzt überlege ich gerade, baue ich hier noch was rein? Oder. Nee, das sollte alles so reichen. So, dann wollen wir mal gucken. Wir heizen mal den Ofen an. Wo haben wir denn Eisen? Hier hatten wir Eisen. Okay, das ist verbuggt. Läuft. Das Problem ist, hier sollte eigentlich schon lange ein neuer Skin drauf sein. Ist aber, weshalb auch immer, nicht passiert. Bei mehrfachen Versuchen. Das buggt noch ein bisschen rum. Das kann natürlich auch sein, dass es hier an einer 1.16.5 liegt. Dass es darum gerade ein bisschen hier rumspackt. Aber allgemein sollte das dann auch soweit dann klappen irgendwann. So, wir machen hier erstmal eine unendliche Wasserquelle. Ich weiß, vielleicht doof, weil wir haben es genau vom Haus. Aber ist noch mal ein kleines Stück, was wir später weniger laufen müssen. So, die machen wir erstmal gerade fertig.
Denn ich habe sowas hier immer gerne autark. Und bin gerne von der Außenwelt so weit abgeschnitten, dass ich mich komplett versorgen kann, ohne raus zu müssen. Ist immer im Survival der bessere Weg, finde ich. So, das wächst und gedeiht. Das ist gut. Das heißt, wir werden hier erstmal für ausreichend Beleuchtung sorgen. Okay, da können wir natürlich mit Spitzhacke nochmal mit rein. So, das machen wir aber gleich hier unten auch. Da setzen wir nämlich das erste Wasser rein. Um dann die Wasser, die Felder zu bewässern. Das gleiche machen wir hier natürlich auch. So, da setzen wir wieder einen drauf. Hier auch und setzen hier erstmal eine Beleuchtung mit bei. Da habe ich nur einen Durchgang. Obwohl, warte mal, das ist nicht so schön, aber gar nicht so schlimm, sondern nämlich von beiden Seiten nochmal eine nutzbare Beleuchtung. So, einmal hier und dann machen wir das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal. Machen das einmal hier. Hier haben wir den Durchgang und hier geht es dann weiter. Also, einmal. Okay, dann brauchen wir nochmal neues Werkzeug. Das habe ich doch schon fertig gehabt, oder nicht? Oder nicht? Oder doch? Oder nein? Nein, habe ich nicht. Okay. Bruchstein und dann sind wir damit soweit durch. Den Eimer erstmal damit in der Hand. So, dann lassen wir hier erstmal einmal durchhaken. Oh. Ach ja. Ohne Worte. Natürlich. Muss ich hier auch Erde haben. Guten Morgen. So. Den nehmen wir jetzt nochmal mit. Da können wir nämlich gleich mal die Erde wieder vorkloppen. Darum habe ich die gerade noch auf Tasche gelassen. So, und da müssen wir mal ein bisschen Erde besorgen.
Okay, so. Hier nehmen wir, glaube ich, noch zwei, drei Stück von mit. Ich glaube, das ist okay. 32 sollten auf jeden Fall reichen. Zwei Stück fehlen noch. Echt jetzt? Okay. Dann holen wir uns gerade nochmal zwei Stück hier beisammen. Einmal, zweimal. So passt. Und dann machen wir das soweit erstmal fertig. Ja, dann können wir mal warten, bis das gleich so durch ist. Das geht ja jetzt relativ schnell. Und dann gucken wir mal, dass wir die letzten Samen hier noch zusammenkriegen. Ja, da waren natürlich hier keine mit bei. Okay. So, langsam kommen wir hier mit voran. Das lassen wir trotzdem mal stehen hier, würde ich sagen. Das bauen wir nicht ab. Denn was wir haben, das haben wir. Gucken, ob wir hier nochmal einen Samen herkriegen. Ja, läuft auch ziemlich gut. Einen gepflegten Rasen vor der Tür. Und dann glaube ich, dann können wir nämlich schon mal wieder rein hier. 2, 3, 4. So. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hier können wir gleich nochmal ein Brot von machen. Das sieht soweit ganz gut aus. Das wächst dann nämlich auch. Ja, und dann würde ich sagen, ist die Folge ein paar Minuten kürzer. Ich denke mal, wir werden immer dann so zusehen, dass wir eine halbe Stunde rumkriegen. Auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, würde ich mich rüber freuen. Lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und wenn ihr Bock habt, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Oder direkt mit auf dem Server mit dabei und zieht das Projekt hier mit hoch. Würde ich mich wahnsinnig rüber freuen. Bis dahin, danke und ciao.